Wir geschätzte Mitbürger, hoher Gemeinderat, liebe Amtsleiter, darf ich herzlich zur heutigen Gemeinderatssitzung begrüßen und die Beschlussfähigkeit feststellen. Wir kommen zum Bericht des Bürgermeisters. Es gibt einige Punkte, die in den Wochen, die jetzt der neue Gemeinderat sich konstituiert hat, passiert sind, die vielleicht interessant sind. Seitens des Landes haben wir eine Förderzusage in voraussichtlicher Höhe von 250.000 Euro bekommen für die Maßnahmen zur räumlichen Qualitätsverbesserung des fünfgruppigen Kindergartens Die Woche. Der heutige Seniorentag findet am Freitag, den 17. Juli 2015, mit Abfahrt um 10 Uhr vom Marktplatz unter dem Motto Schlossfestspiele Biber statt. Wir werden dort die Hundertwasserkirche in Bernbach besichtigen, danach im Ratskeller essen und im Anschluss auf Schloss Biber die Theateraufführung Figaros Hochzeit besuchen und danach werden wir nach einem musikalischen Ausklang wieder die Heimreise antreten. Die schriftliche Einladung geht gesondert. Ich bitte schon jetzt alle Gemeinderäte von herzlich dazu eingeladen, wenn die Zeit es erlaubt, auch mitzufahren. Am 7.5. hat die Steiermark weit einzige Vorführung der Polizeihundestaffel mit einem Hubschrauber-Einsatz am Sportplatz in Lübach stattgefunden. Es waren dazu die Volksschulkinder der Volksschule Lübach und auch der Volksschule Dobelbad eingeladen. Das hat auch sehr gut angekommen bei den Kindern. Wir haben aus Einsparungsmaßnahmen bereits zwei Versicherungspolizen für den Bürgermeister storniert. Das ist die Handelspflicht und die Rechtsschutzversicherung, die künftig privat finanziert werden. Eine weitere Einladung für alle Gemeinderatsmitglieder zur Von Leichnamsprozession am Donnerstag, den 4.6. die liegt auf den Tischen auf. Bitte auch zahlreich teilnehmen. Und ganz neu haben wir heute bekommen ein Ansuchen zur Veranstaltung am 28.5., wo der Starkoch Willi Heider im Rahmen der Fairtrade-Gemeinde mit den Lieboker Bauern kocht, haben wir vom Land eine Unterstützung von 400 Euro erhalten. Wir kommen zur Fragestunde nach § 54 Absatz 4 der Steiermärkischen Gemeindeordnung. Ich bitte die Gemeinderäte um ihre Fragen, da sich die Ausschüsse noch nicht konstituiert haben, ist heute die Möglichkeit, an alle Vorstandsmitglieder Fragen zu stellen. Im Verlauf meines Besuches am Flohmarkt der Rassenmöbelung X-Lutz vorigen Sonntag haben sich etliche Bürger wegen des Missständes hinsichtlich der Marktsituation angesprochen. Durch immer extremere Ausweitung der Verkaufsflächen kommt es einerseits naturgemäß zu höheren Besucheraufkommen, vermehrter Pkw-Zufahrten, andererseits weniger Parkflächen, die zur Verfügung stehen. Mittlerweile parken sie am Geh- und Radweg entlang der Rogerstraßen, die seitens der Polizei besucht wird und mit Strafen bzw. mit Verwarnungen genannt wird. Hiermit möchte ich den Bürgermeister fragen, ob es möglich wäre, ein gemeinsames Gespräch mit der Polizei Die Woche, dem Veranstalter, um eine Lösung zu finden. Dieses Gespräch müsste aber so schnell wie möglich stattfinden, um die Situation in den Griff zu bekommen und um die Standleute und die Besucher nicht weiter zu verärgern. Das Problem gibt es ja schon seit Jahren mittlerweile. Wir werden den Vorschlag aufgreifen und ich werde natürlich das Gespräch mit dem Veranstalter und der Polizei suchen und in weiterer Folge gilt es natürlich vielleicht da den einen oder anderen Ausschuss zu diskutieren, ob es sinnvoll wäre, vielleicht auch über eine Marktordnung in Lübeck nachzudenken. Weitere Fragen?
Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Und vor allem in die Tagesordnung, es ist soeben ausgeteilt worden. Ich bitte um eine Änderung, über die man nicht abstimmen darf, weil sie gerade Gesetz notwendig ist. Das ist auf der ursprünglichen Tagesordnung noch nicht ausgewiesen gewesen, weil es erst nachher die Rückgängigung des Gemeinderatsmandates erfolgt ist vom Gemeinderat Gernot Feil. Und deswegen werden wir diesen Punkt die Angelobung um die Irene Marx erweitern. Und der Punkt, wo wir abstimmen müssen, die Erweiterung der Tagesordnung im öffentlichen Teil, der Punkt 8, da bitte ich um die Erweiterung um den Punkt B, das ist der Punkt Marktgemeinde Wiebock, Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG, Änderung des Gesellschaftsvertrages, um den Punkt B zu erweitern, Entsendung eines Gemeinderatsmitglieds in die Gesellschafterversammlung gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages. Wer mit dieser Erweiterung einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe? Enthaltungen? Nein, Gegenprobe. Bevor wir die Tagesordnung eingehen, hätte ich noch ein paar Erweiterungspunkte von unserer Seite. Ja. Und zwar Tagesordnungspunkt 1 von unserer Seite wäre Kinderspielplatz auf Gemeindegrund in der Bahnhofstraße beim Café Heide. Bitte um Abstimmung, dass wir den Tagesordnungspunkt aufnehmen. Spielplatz auf dem Heimweg. Kinderspielplatz auf dem Gemeindegrund der Bahnhofstraße beim Café Heide. Jetzt Unterlagen, die wir noch durchschauen können, oder ist das ein Dringlichkeitsantrag? Das ist ein Dringlichkeitsantrag. Das ist für sich ein Tagesordnungspunkt, der schon mal behandelt worden ist im Gemeinderat. Somit, ich glaube, reicht es aus, wenn wir das einfach mal diskutieren. Apropos Unterlagen, weil du das Thema schon erwähnst. Die Unterlagen sind auch nicht vollständig gewesen von deiner Seite her. Also vice versa. Ich glaube, wir brauchen uns darüber nicht beschweren, gegenseitig. Ob Unterlagen da sind oder nicht. Nein, aber den Faktor habe ich nicht gesagt, dass sie rechtzeitig da sind, hier sind noch welche gibt, die man da als Diskussionsgrundlage verwenden können. Ja, es gibt genug Informationen dazu von unserer Seite da. Das müssen wir dann im öffentlichen Teil. Dann Folge. Wir müssen uns erst abstimmen darüber. Ja, ja, ich schaue nur kurz, welche Nummer das dann wäre. Neun ist es dann. Wir haben Ende des letzten Tages, was uns im öffentlichen Teil. Vom ersten Vizebürgermeister gehört. Wer damit einverstanden ist, den Tagesordnungspunkt 9 auf die Tagesordnung aufzunehmen, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe? Enthaltungen? Einstimmig? Der zweite Erweiterungspunkt von unserer Seite ist die Errichtung von drei Trinkbrunnen beim Sportplatz, am Dorfplatz, beziehungsweise Marktplatz und beim Kitzschwalberplatz, beim Wirtschaftshof. Ja. Gibt es dazu eine Frage? Vielleicht jetzt mitgebracht. Das ist ja schon diskutiert worden, dieses Thema. Ja, ich zum Beispiel war bei der Diskussion nicht dabei. Wollen wir jetzt darüber diskutieren, liebe Freunde, wenn den Unterlagen, ihr denkt auf die Tagesordnung Punkte, habt keine Unterlagen zur Verfügung gestellt und ihr wollt euch jetzt darüber beschweren, oder hier jetzt von der Marktgemeinde, von der Liebhoff-Orts-KG. Also so kann es nicht funktionieren. Ihr wollt auf der einen Seite in Anspruch nehmen, dass Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, und auf der anderen Seite halt sich selber nicht an die Regel. Also so kann es nicht funktionieren. Also, Bürgermeister, ich bitte darum, dass du jetzt abstimmst über diesen Antrag. Ja, wir stimmen über den Antrag ab. Ich möchte anmerken dazu, dass die... Ich bin neu, Entschuldigung, aber ich zum Beispiel kann nicht gut darüber abstimmen,
weil ich nichts darüber weiß. Oder? Deshalb gibt es ja den Tagesordnungspunkt, wo darüber diskutiert wird und da wird das Thema ausführlich behandelt und wenn es passt, kommt es zu einer Abstimmung. Ja? Da Bauanliegen den neuen Bauausschuss betreffen werden, mit Kosten verbunden sind, die ich jetzt auf die Schnelle nicht überprüfen kann, ob sie budgetär gedeckt sind, werden wir den Tagesordnungspunkt nicht mittragen. Aber jetzt den Antrag von Rudi Kehrt, ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung, wäre für die Aufnahme des Tagesordnungspunktes bei Trinkwasserbrunnen im Ortsgebiet stimmt der Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Also ich darf mich entschuldigen. Der Chef darf auch mit mir stimmen. Der Chef darf auch mit mir stimmen. Der Chef darf auch mit mir stimmen. Ja, aber alle haben jetzt nicht aufgesagt von meiner Seite, die er den Stimmen gesagt hat. Wollte ich nicht. Doch, von alle schon. Damit ist da. Das ist gut, das ist ein Bürgeranliegen. Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Und ich sag mal, wir haben noch einen zuständigen Ausschuss behandelt. Ja, bitte. Ich sage mal, es ist das Recht eines jeden Gemeinderates, dass er Dringlichkeitsanträge stellt in der Gemeinderatssitzung. Das ist demokratisch. Und es steht in der Gemeindeordnung dezidiert drinnen. Und so etwas abzulehnen, ich meine, ist sehr verwerflich. Ich muss schon sagen, dass wir Menschen anfangen, die Bürgerwünsche zu Füßen zu treten, bin ich gespannt, wo man zu. Aber wurde dir doch bewusst, dass der Herr Bürgermeister gesagt hat, dass das in den Ausschüssen behandelt wird? Gibt es einen weiteren Erweiterungspunkt? Ja, es gibt einen weiteren Erweiterungspunkt. Und zwar den Dringlichkeitsantrag 3 Zebrastreifen in Schadendorf Milaustraße, dann zwischen der Feuerwehr und der Reiter, sowie in der Nähe Bushaltestelle Gasthaus Schiri umzusetzen. Schutzwege lassen. Ja. Das ist der gleiche Antrag von Zebrastreifen. Ich weiß es schon. Wird das Bürgerliche verhandeln. Auch bei diesem Punkt weißt du, dass wir den schon im Gemeinderat des Öfteren behandelt haben und dass die hinsichtlich der Verkehrszählung und dem Bauamtsleiter, mit dem du eh sehr gutes Gesprächsklima hast, das Ganze schon behandelt worden ist und deswegen die Aussicht auf Erfolg relativ gering ist und im Zuge des Neubau des Kreisverkehrs, in dem wir heute noch kommen werden, die gesamte Landesstraße neu zu bewerten sein wird. Deswegen wird dieser Punkt auch im Bauausschuss behandelt werden. Uns mehr wahrscheinlich abgelehnt werden. Ich habe den Antrag von Rudi gehört. Ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung, wer für die Aufnahme des Punktes 3 Zebrastreifen im Ortsgebiet von Liebhoff ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gegenprobe. 10. Der Antrag ist somit mehrheitlich abgelehnt. Gibt es eine weitere? Ich möchte nur erwähnen, dass ich es äußerst bedenklich finde, nachdem im Jahr 4, 5 Gemeinderatssitzungen stattfinden und die Gemeinderatssitzungen dafür dienen, dass man ausführlich über die Bürgeranliegen und Bürgerwünsche auch diskutiert, dann wird es mehr verwerflich, dass die ÖVP, die FPÖ und die Grünen den Antrag noch ablehnen. Also von dem her möchte ich nur sagen, das ist eine Art und Weise, mit der wir uns überhaupt nicht einverstanden haben. Ich habe kurz eine Frage. Ruhe bitte, ich hätte da eine kurze Frage. Warum schicken wir dann bewusst nicht die Unterlagen weiter? Dann wäre der Antrag vielleicht eher durchgegangen. Ich verstehe das nicht. Es ist ja die bewusste Provokation zu sagen, ich schicke jetzt extra nicht die Unterlagen hin und dann stelle ich es in Gemeinderat. Das wäre ganz einfach. Nur wenn man sagt, dass Stollen, was nicht der Gäste-Sakoll ist. Es ist jetzt, wir sind jetzt bei Punkt Tagesordnung, ich bitte um keine Diskussion. Gibt es weitere Anträge zur Tagesordnung? Nicht der Fall. Somit treten wir in die Tagesordnung ein. Und bevor wir zur Angelobung der zwei neuen Gemeinderatsmitglieder kommen, ich die Formel vorlesen darf, möchte ich mich bei den ausscheidenden Gemeinderäten der letzten Periode bedanken für ihre Arbeit und bitte die Fraktionsführer, für die nicht anwesend sind, das mitzunehmen. Ich bedanke mich mal herzlich beim Bernhard Breitecker. Danke für die 5 Jahre. Thank you.
Eichholzer. Dankeschön. Gemeinderat Gernot Feil und für den Gemeinderat Fischer mitgeben. Dankeschön. Ich darf nun nach der Rückgebung eben der zwei Gemeinderatsmandate zur Erklärung. Meines Gemeinderatsmandates rückt eben der und die Erklärung damit zum Volksbürgermeister als Zeichen der überfraktionellen Zusammenarbeit ist der Ingenieur Richard Schäfer nachgerückt und von der SPÖ wird durch die Rücklegung von Gemeinderat Gernot Feil die Helene Marx nachgerückt. Ich darf jetzt nun die Angelobungsformel verlesen und im Anschluss ist die Angelobung von jedem Mitglied mit dem Aufruf des Namens durch die Worte "Ich gelobe" zu leisten. Ich gelobe der Republik Österreich und dem Land Steiermark unverbrüchliche Treue zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Ingenieur Michael Schön. Ich gelobe. Helene Marx. Ich darf mich ganz herzlich im Gemeinderat willkommen heißen und gratuliere. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolles. Es hat zum Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 14.04. keine schriftlichen Einwendungen erhoben. Damit gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt. Gibt es jetzt noch eine Einwand zum Protokoll? Dann bitte ich die Protokoll werden wir dann nach der Bestellung der Schriftführer unterschreiben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Nominierung und Wahl der Mitglieder in die Fachausschüsse. Punkt A, diversen Verbände. Punkt B und C, Stimmführer und Stellvertreter für den Abwasserverband Liebhochal und Wasserverband Södi. Punkt A, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Zustimmung erteilen, die Wahl der Ausschüsse durch Erheben der Hand durchzuführen. Dazu ist ein einstimmiger Beschluss notwendig. Wenn ihr damit einverstanden seid, die Wahl quasi offen durchzuführen, bitte ich jetzt um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe? Enthaltungen? Der Antrag ist einstimmig angenommen und wir können so zu einem sondern schneller werden Durchführung schreiten. Der Antrag zu Punkt A der Fachausschüsse. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Fachausschüsse, die eben an die Bildwand projiziert werden, und dürfen mich bei allen Fraktionen herzlich bedanken für die Zusammenarbeit des Rechtsseitigen. Prüfungsausschuss, kann es jeder von 10 aus höchst vorlesen? Ja. Wer mit der Zusammensetzung des Prüfungsausschusses einverstanden ist, bitte um ein Zeichen Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Somit ist dieser
der Prüfungsausschuss beschlossen. Wir kommen zum Kultur-, Informations- und Redaktionsausschuss, ebenfalls auf der Bildwand zu sehen. Wer mit den Mitgliedern einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Kinder-, Jugend- und Schulausschuss, wie auf der Bildwand zu sehen. Ich stelle den Antrag in der vorliegenden Form zu beschließen. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke. Der Bau- und Raumordnungsausschuss in der vorliegenden Form, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Wirtschafts- und Budgetausschuss in der vorliegenden Form, ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Sportausschuss in der vorliegenden Form, bitte wieder um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Umweltausschuss und Sozialausschuss, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Die Fraktionsvorsitzenden sind schon gemeldet, die brauchen wir nicht beschließen. Und die Schriftführer in der vorliegenden Form zu beschließen, ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3b. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die vorliegenden Nominierungen der Verbandsvertreter der Marktgemeinde Lieburg, wie an die Bildwand projiziert, zu beschließen. Als erstes den Abwasserverband Lieburgtal. Wer mit den Entsendungen einverstanden ist, gebe ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Wasserverband Söhling-Lieburg, wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Wasserverband keiner Regulierung muss Kirchen, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Wasserverband Unteres Kainachtal, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Sozialhilfeverband Graz Umgebung, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Der Abfallwirtschaftsverband Graz Umgebung, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, Dankeschön. Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband LIGO, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Und der integrierte Sozial- und Gesundheitssprengel, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Dankeschön. Verkehrskommission ist nur zu melden, abgestimmt werden. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Ich stelle den Antrag. Herr Bürgermeister Stefan Hellenreich als Stimmführer der Marktgemeinde Lieburg und Herrn zweiten Vizebürgermeister Roman Wiesenhofer als Stimmführer stellvertretend in den Abwasserverband Lieburg-Tal zu entsenden. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Danke. Und ein weiterer Antrag zu 3c stellt den Antrag Herr Bürgermeister Stefan Hellenreich als Stimmführer der Marktgemeinde Lieburg und Herrn zweiten Vizebürgermeister Roman Wiesenhofer als Stimmführer stellvertretend im Wasserverband Söhling-Lieburg zu erzählen. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Dankeschön. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt.
4, Steiermärkisches Gemeindebezügegesetz, Landesgesetzblatt Nummer 72/97 in der geltenden Fassung, Bezug des Bürgermeisters, ein gemeinsamer Antrag von Gemeinde Knichter. Ich darf stellvertretend für die Gemeinderäte der ÖVP, der FPÖ und der Grünen den gemeinsamen Antrag stellen. In Anbetracht der finanziellen Situation und im Sinne der transparenten Politik des Sparens möge der verehrte Gemeinderat beschließen, dass zusätzlich zu der bereits erfolgten Rücknahme gemäß Steiermarkische Gemeindebezügegesetz der 25% Gehaltserhöhung des Bürgermeisters und somit auch der Gemeindevorstandsmitglieder in den kommenden Jahren der derzeitigen Legislaturperiode eine außerordentliche Erhöhung des angeführten Bezuges des Bürgermeisters, welche einen Gemeinderatsbeschluss benötigen würde, nicht vorgenommen wird. Gibt es den Antrag gehört? Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Was ich noch nicht bin ja nicht dran. Gegenprobe? Enthaltungen? Danke, somit ist der Antrag einstimmig angenommen. Danke sehr. Wir kommen zum Punkt 5. Einer langjährigen Forderung, die der besseren Planbarkeit sowohl für Gemeinderatsmitglieder als auch der interessierten Bevölkerung zugute kommt. Die Beschlussfassung eines Sitzungsplanes für das laufende Kalenderjahr gemäß § 51 Absatz 2 Steiermärkische Gemeindeordnung. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge für den Sitzungsplan gemäß § 51 Absatz 2 für das restliche Kalenderjahr 2015 beschließen wie folgt: Mittwoch den 8. Juli, Montag den 19. Oktober und Mittwoch den 16. Dezember. Mittwoch, 16. Dezember, Sitzungsbeginn jeweils 19.30 Uhr. Sie werden im Sitzungssaal der Marktgemeinde Lieburg abgehalten. Die Gemeinderatssitzung sind öffentliche Sitzungen. Sollte es darüber hinaus Bedarf geben, dem werden wir natürlich im Anlassfall weitere Gemeinderatssitzungen planen, aber für die bessere Planbarkeit haben wir die vorgesehenen pro Quartal. Dazu Fragen, Anmerkungen? Dazu von meiner Seite wieder zweite. Also der zweite Termin hat sich geändert. Eben, das ja. Auch der ist für uns natürlich immer auch schwer planbar, sage ich, wenn man mitten in der Sitzung erst erfährt, dass es noch andere Termine noch gibt. Also wäre meinte ich besten, wenn es uns vorher informiert hätte. Aber wir haben im Vorstand angeboten, dass auch von euch damit Vorschläge kommen. Entschuldigung, das dazu anzumerken wäre noch, bevor wir vielleicht abstimmen, dass durch die Beschlussfassung eines Sitzungsplanes dieser verbindlich wird und an der Amtstafel ausgehängt wird. Und in diesem Fall ist den Mitgliedern des Gemeinderates eine Woche vor dem jeweiligen Sitzungstermin eine Information ohne Zustellnachweis zu übermitteln, die den in Absatz 7 genannten Inhalten aufzuweisen hat, Gegenstände der Beratung, Tagesordnung sowie der Ort und Zeit der Gemeinderatssitzung. Bitte sind die Termine eben jetzt schon zu notieren. Frage dazu, Vorstandssitzungsplan, ist das angedacht oder wird das analog der Gemeinderatssitzung? Die Vorstandssitzung wird wie gewohnt ein, zwei Wochen, glaube ich, vorher sein, das werden wir dann im Vorstand extra noch aber es ist nicht angedacht, dass Sitzungsplan oder Termine. Wir können die Termine auch demnächst schon euch zukommen lassen. Da sind wir ja weniger Mitglieder, dann wird es dann leichter sein, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ja, sehr schön. Ja. Ich möchte vielleicht festsetzen, dass wir bitte nicht nach 20 Uhr die Sitzungen festlegen, weil wir haben es auch schon in der vorigen Periode gehabt, dass wir bis 20 Uhr früher ja, dass die Gemeinde hat sich immer mehr 19.30 Uhr aus Rücksichtnahme auf die hauptberufliche Tätigkeit der Gemeinde meistens vor 20 Uhr wird, nehmen wir gerne auf, auch für die Vorstandssitzungen noch ein bisschen. Ja, aber die letzte Vorstandssitzung. Ja. Bitte nicht später. Ja. Gut, dann bitte ich jetzt um ein Zeichen der Zustimmung, wer mit dem vorigen Sitzungsplan und dem vorhergestellten Antrag einverstanden ist. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, Einstimmung, angenommen.
Tagesordnungspunkt 6, Vorplatzgestaltung Pfarrkirche, Veranstaltungshalle Volksschule, im Zuge der Neuerrichtung des Kreisverkehrs Spar und damit zusammenhängende straßenbegleitende Maßnahmen an der B70, Backerstraße und der Eckenherde 36, Liebhofer-Straße. Ich darf dazu das Wort an den Bauamtsleiter, Herr Johann, übergeben. Platzgestaltung ist eigentlich immer bereits in den letzten Jahren gewesen, im Zusammenhang mit dem Umbau der B17-Dienstagverstraßen in Form eines Kreisverkehrs, sodass die straßenrechtlichen Bewilligungen für den Kreisverkehr sind im letzten Jahr, im Frühjahr, Sommer durchgeführt und abgeschlossen worden. Da sind dann gewisse Anpassungen noch erforderlich gewesen, die aber im Wesentlichen fast für einen Laien unwesentlich sind, wenn Sie so sagen. Also da ist nicht viel was rausgekommen. Das sind gewisse Anpassungen, die technischer Natur gewesen sind. Ist dann mehr oder weniger die Beiträge abgeschlossen worden. Das ist die Ausschreibung jetzt über die Wintermonate. Wir haben gesagt, wir schreiben nicht den Winter aus, sondern Frühjahr und in den Wintermonaten, damit vielleicht ein besseres Preisgefüge erzielt wird. Das ist dann erfolgt. Früher, Februar, März. Vorspann der ganzen Geschichte war dann die ganzen Regelungen mit dem Land, wo sozusagen die Sicherstellung, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt mit Spar und das Land dafür keine Kosten aufwenden wird, aber das Land die Bauaufsicht unterstützen wird, beziehungsweise durchführt. Wir dürfen es begleitend abrechnen. Nach diesen ganzen Geschichten, die da so was erledigt war, mit dem Amt selbst ist die Ausschreibung durchgeführt worden und das Antragsergebnis entspricht mehr oder weniger den Kostenschätzungen, die wir damals im vorigen Jahr in Zusammenarbeit mit den zwei Planern für den Kreisverkehr und Platzgestaltung erstellt haben. Der erste Kostenrahmen, das sehen wir dann im zweiten Teil, entspricht mehr oder weniger dem, was wir dann im Voranschlag bereits aufgenommen haben, sind die Beschlüsse vorhin ja bereits gefällt worden. Und in der Zwischenzeit sind jetzt noch ein paar Detailgeschichten und vor allem in der Gestaltung sind einige. Geschichten da reingeflossen, so wie Umsetzung des Kriegerdenkmals. Kriegerdenkmal ist am Montag eigentlich, oder am Dienstag, gestern, von den Kameraden mehr oder weniger zugesichert worden, dass das in der Form ausgeführt werden kann. Am Montag waren wir beim Bundesdenkmal an, einige Anpassungen erforderlich gewesen. Das ist am Montag eigentlich, ja, in einer 5-Minuten-Geschichte war das erledigt. Das heißt, das hat dem entsprochen. Es werden bereits die Verträge aufgesetzt, damit vom Bundesdenkmalamt die Zustimmungen sozusagen schriftlich ausgefertigt werden, gemeint und geschrieben, reingeschickt. Und ist mehr oder weniger ein gewisses oder bereits ein Okay gegeben. Nachdem wir die Kameraden jetzt gestern dem zugestimmt haben, mit ein paar Anpassungen, ein paar Wünsche, das sind Kleinigkeiten, die zu berücksichtigen sind, wie ein Leute, Lautsprecher, Kabel, also das sind Peanuts in der Sache, die aber sicherlich in der Umsetzung ganz wichtig sind. Also die Geschichten, die bei den Begräbnissen erforderlich sind, dass man dort wirklich Module drinnen hat, die dann funktionieren. Und wenn jetzt die Durchgestaltung, die beabsichtigt ist, fertig zu machen, wenn das durchgehen sollte, das heißt, da ist noch kein definitiver Beschluss da, aber das wird der Huber dran ist an der ganzen Sache, wird wahrscheinlich auch dem nichts im Wege stehen, dass das Ganze dann umsetzt wird. Also da sind wir so weit, dass mehr oder weniger die Zustimmung vorliegen, wir könnten theoretisch morgen anfangen. Die Baufirma ist in der Zwischenzeit einmal zu einem Vorgespräch in der Gemeinde gewesen. Bei diesem Vorgespräch ist einmal ein Ablauf einmal in den Raum gestellt worden oder einmal fixiert worden, dass wir gesagt haben, im Juni soll Baubeginn sein, laufe Juni, mit Schulende, also mit Ferienbeginn,
soll dann in einer Horok-Partie, so wie wir das damals bei der Schule gemacht haben, in der Horok-Partie sozusagen über die ganze Platzgestaltung drüber gefahren werden, im Speziellen jetzt mal Kreisverkehr. Und der Teil, der die Schule betrifft, dass man sagt, die Landesstraßen und den Kreis, dass diese Komponenten auf der Seite, also über den gesamten Kreis, außer die Nebenanlagen, bis Schulbeginn fertig ist. Damit soll gewährleistet sein, dass auch die Schule im Herbst wieder relativ ein angenehmes Arbeiten hat und wir von dem weg sind und dann mit Schulbeginn selber sollen auch diese Gestaltungen da noch in Angriff genommen werden. Das heißt, Vorarbeiten werden schon vorher kommen, aber das gestalterische Element wird dort wahrscheinlich in den Herbstmonaten sein, dass ungefähr mit Oktober, November dieses Projekt, so wie es jetzt da auf dem Plan sichtlich ist, abgeschlossen sein wird. Das heißt, da ist genauso das Kriegerdenkmal, die Verlegung des Kriegerdenkmals soll. Das heißt, wenn Sie jetzt da her schauen, na, passt schon. Das Foto, die Montage, kannst du auch noch machen. Ja, lassen wir mal wieder. Da ist jetzt in etwa ein Friedhaus-Einfahrt. Das heißt, die wird jetzt ein paar Meter Richtung Norden verlegt. Die war jetzt weiter herum. Geht sie mit dem Projekt von Frieda, das da beabsichtigt ist, funktioniert, sollte das Projekt nicht kommen, aus irgendwelchen Gründen, ist auch kein Problem. Das heißt, die Anbindung Frieda erfolgt dann leicht verlegt, in der Form, dass er da reinfährt, oder er lässt, so wie es genehmigt ist, Garten bei ihm, das dann ein Stück weiter herunter, fährt man da rein. Aber ich hoffe, dass er das Projekt, was da jetzt im Werden sein scheint, dass er das zur Umsetzung kommen wird. Und dann würde sozusagen an die Straße, an die neu verlegte Straße, das Kriegerdenkmal direkt anschließen und dann bringen wir sozusagen ein bisschen einen größeren Vorplatz zusammen für die Kameraden, weil das war die Auflage damals von der, vom Bundesdenkmalamt, dass diese zwei Baukörper Kirchen und der Kriegerdenkmal nicht unmittelbar zusammenstehen dürfen. So wie der Hintergrund das ist, das Denkmalamt. Also, das heißt, Sie haben einen gewissen Respektabstand für das Kriegerdenkmal verlangt und den sind wir dann entgegengekommen und wie gesagt, da ist jetzt die Beschlussfassung oder die Genehmigung auch zu erwarten. Ansonsten wird von der gesamten Lösung die Ampelanlage kommt weg. Das heißt, das im Rahmen des Kreisverkehrs kann man keine Ampelanlage einbauen, weil sonst würde sie im Kreis drin einen Rückstau ergeben. Das ist, glaube ich, relativ verständlich. Und der wird ersatzlos aufkommen. Die Gehwege, so wie es da ist, der ist noch in Frage gestellt. Aber ich nehme an, dass man den dann auch mit der Kommission im Sommer in etwa noch durchbekommen werden. Der Gehsteig, ich selber stehe, wo die Ampelanlage war, der wird noch ein bisschen verlegt. Der Schulgehsteig da unten ist auch bestand, beziehungsweise den werden wir sogar auflassen können, weil wir dort schon im Platzbereich sind. Die Geschichte, wie gesagt, muss noch geklärt werden. Es soll dann in dem Bereich von der Schule, wo jetzt der kleine Bus halt ist, in dem Bereich soll in dem, mehr oder weniger ordentliche Bushaltestellen für normale Gelenkbusse oder zumindest die größeren Busse geschaffen werden. Das heißt, das ist jetzt auch schon so weit vorbereitet. Es fallen dann natürlich in dem Bereich ein paar Parkplätze weg. Und, aber die Schrägpark haben sie grundsätzlich befreit, haben sie einen Längspark haben. Und damit wäre eh sowieso schon geschmälert gewesen mit dieser Parkplatzsituation in dem Bereich. Ansonsten sind die Parkplätze am Kirchplatz für den normalen Wochentag, wenn keine Veranstaltung ist, sind die genauso in dem Ausmaß gegeben, wie es bisher war. Und bei einer Veranstaltung ist, dass ich sage, ich verwende diesen Platz für irgendeine Großveranstaltung, dann ist zukünftig auch gesehen mit Umleitungen, Umleitungsmöglichkeiten von dem Platz und dann kann ich den ganzen Platz räumen und mache kurz, dass man sagen, wirklich könnte ein größeres Fest, wenn es wäre, auch mal veranstalten. Das Kirchenfest oder was auch immer. Das heißt, im Endeffekt wird jetzt zukünftig die Kirche, die jetzt eigentlich am Rand vom Ort war, hinter Acker, wird zukünftig jetzt auch in dem Bereich so entwickeln, dass sonst die Kirchen wird zukünftig mehr oder weniger wirklich auch auf dem Platz stehen und auf einmal einen Sinn und einen Mittelpunkt darstellen für Liebach selber. Da geht es zu den Kosten noch. Wir haben da jetzt die Kosten aufgelistet, das heißt die Gesamtbaukosten
von dem Projekt, das heißt Kreisverkehr, Platzgestaltung im Gesamten sind 840.000 Euro brutto. Die gliedern sie auf in Kosten, die die Firma Spar übernimmt, in Kosten, die die Gemeinde übernimmt, wobei in diesem Sinn 246 werden von Spar übernommen, 590 von der Gemeinde, und das entspricht eigentlich den Kosten, die wir seinerzeit in den Schätzungen, Voranschlag und so weiter bereits aufgenommen haben, entspricht vollkommen. Also das heißt, wir haben Reduzierung, wir werden sogar wahrscheinlich eher ein bisschen unter Deckung zusammenbringen, nur das ist im Straßenbaulichen nicht so leicht zu sagen. Da sagt, pass auf, ich komme die Kosten leicht durch, das ist so wie bei der Schule auch. Ja, wenn du zum Graben anfängst oder zum Reißen anfängst, dann kann natürlich sein, dass dort und da irgendetwas auftaucht, das halt unvorhergesehen war. Aber ich denke schon, vom Gesamten wird das natürlich mit dem Rahmen erfolgreich durchgekommen werden. Ja, danke für die gute Vorbereitung an den Bauamtsleiter, auch an meinen Vorgänger. Danke für die Vorbereitung dieses Projektes, das jetzt Gott sei Dank ein gutes Ende findet. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ich würde gerne einen Antrag stellen zu dem Thema. Bevor der Gemeinderat möge beschließen, dass A, die inhaltliche Zustimmung zum vorliegenden Projekt und B, dass der Bürgermeister möge eine Kostenbeteiligung der Anrainer in der Höhe eines zweistelligen Prozentanteils der Umbaukosten der Platzgestaltung auf ihrem Grundstück erwirken. Beispiel Fahre und LKW, da sie aus dem Umbau einen bedeutenden Nutzen ziehen. Kannst du bitte A noch einmal sagen? Die wohl inhaltliche Zustimmung zum vorliegenden Projekt. Was meinst du damit genau? Dass wir das Projekt für das Vorliegen umsetzen. Ja, das wird mein Antrag. Den Antrag habe ich gestaltet jetzt da und über den Antrag ist abzustimmen. Da der Punkt B die Anrainerkosten jetzt gerade das Projekt immens verzögern würde, wenn man das davon abhängig macht, sehe im Moment keine Möglichkeit, vor allem nach Gesprächen mit der Pfarre, dass man das jetzt so kurzfristig noch einbringt, war in der Planung, für die ich mich auch bedankt habe bei dir, von deiner Seite auch nicht vorgesehen. In der ganzen das Projekt läuft ja schon einige Jahre und die vollinhaltliche Zustimmung zum Projekt beinhaltet sich in meinem Antrag. Ich werde jetzt nacheinander über die Anträge abstimmen lassen und danach bringe ich meinen Antrag dazu ein. Ich bitte jetzt um ein Zeichen der Zustimmung zum gestellten Antrag, dass sich die Anrainer mit einer 2%igen Kosten. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Kameradschaftsfonds kann ich mit ziemlicher Sicherheit jetzt schon ausschließen, dass da irgendeine Beteiligung kommen wird, weil der Kameradschaftsfonds das ja keine Veranlassung hat, das Kriegerdenkmal zu versetzen. Das ist eigentlich ein Wunsch, der herangetragen würde. Ja, der Bürgermeister kann immer reden von mir. Nein, der Antrag ist gestellt, danke für die Anmerkung. Ich bitte jetzt um ein Zeichen der Zustimmung für alle, die für den Antrag der Kostenbeteiligung der angrenzenden Anrainer, wie vom Gemeinderat Sundl gestellt worden ist, zuzustimmen. Gegenprobe. Der Antrag ist somit mehrheitlich abgelehnt. Ich komme zum zweiten Antrag von Gemeinderat Sundl der vollinhaltlichen Zustimmung. Ich bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Soll das Projekt umgesetzt werden oder nicht? Das ist immer wieder auch. Ich danke. Ich komme jetzt zum Antrag. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Vorplatzgestaltung Pfarrkirche, Veranstaltungshalle, Volksschule im Zuge der bereits im Gemeinderat beschlossenen Neuerrichtung des Kreisverkehrs Spar und der damit zusammenhängenden straßenbegleitenden Maßnahmen an der LB 70 Backerstraße und L 336 Liebhochtalstraße gemäß der vorliegenden Kostenaufschlüsselung
zu beschließen, demzufolge keine weitere Darlehensaufnahme notwendig ist. Wer mit diesem Antrag einverstanden ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe. Wir machen eine Stimme und Haltung. Einfach aus dem Grund, weil über diesen Antrag schon abgestimmt worden ist und wir uns für den Bau des Vorplatzes und natürlich auch für den Bau des Kreisverkehrs ausgesprochen haben. Antrag ist mehrheitlich angenommen. Er war in der vorliegenden Form, glaube ich, etwas präziser und deswegen habe ich den Antrag auch so gestellt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Gleichbehandlung und Frauenförderung auf Dauer von 5 Jahren. Das war auch in den Dankeschön. Also, Dankeschön an den Herrn Frank. Die Kontaktperson Bestellung für Gleichbehandlung und Frauenförderung auf die Dauer von 5 Jahren. Ja, das wird in den vergangenen, wenn ich da gleich das übernehmen darf, bitte. Herr Bürgermeister, ich war Tamara Reichenfeld, hat sich bereit erklärt, sie hat das auch schon in den letzten 5 Jahren gemacht und sie wird alle 5 Jahre und der Gemeinderat das neu beschließen und sie hat gesagt, sie würde das auch gerne für die nächsten 5 Jahre machen, wir brauchen jetzt ein Beschluss und schicken das dann zum Raum. Also ich stelle den Antrag, dass eben die Tamara Reichenfeld von uns wieder zur Kontaktperson bestellt wird. Wer mit diesem Antrag einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Dankeschön, der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Marktgemeinde Liebhoff, Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG. Punkt A, die Marktgemeinde Liebhoff, Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG, Änderung des Gesellschaftsvertrags. Bevor ich den Antrag stelle, werde ich die einzelnen Passagen, die auf den Lauf projiziert werden, noch erläutern. Es ändert sich der erste Satz des Vertrages. Die Marktgemeinde Liebhoff, Orts- und Infrastrukturentwicklungskommanditgesellschaft ist im Firmenbuch zur Firmennummer 2045-95a eingetragen und wird der Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2011 hiermit wie folgt neu gefasst, was er zu lauten hat. Im § 1 Gesellschafter verändert sich aufgrund der neuen Zusammensetzung des Gemeindevorstandes eben die Person des Kommanditisten. Im Punkt § 7 die Geschäftsführung und Vertretung. Die Gesellschafterversammlung kann die Bestellung einer weiteren Person zur Unterstützung der Komplementären bei der Führung der Geschäfte beschließen. Im Bestellungsbeschluss sind die Kompetenzen dieser Person festzulegen, bei Bedarf können auch mehrere Personen bestellt werden. Und Punkt § 8, Budget- und Finanzplanung. Bestellung der in § 7 genannten Person zur Unterstützung der Komplementärin bei der Führung der Geschäfte. Und geändert wird auch noch die finanzielle Gebarung der Gesellschaft, ist durch den bestehenden Prüfungs- und Finanzausschuss der Marktgemeinde Liebhoff zu prüfen. Ein Prüfungsprotokoll ist anzufertigen und sowohl der Gesellschaft als auch dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. Diese Punkte, die zusätzliche Änderung außer der vorgesehenen Änderung des Kommanditisten durch die Neuwahl des Bürgermeisters betreffen, dienen der zusätzlichen und wieder einzuführenden Transparenz, wie sie auch in den letzten Jahren immer wieder gefordert wurde. Und es wird somit nicht nur der Bürgermeister, sondern eben weitere Personen, genauso wie der Prüfungsausschuss, somit für alle Fraktionen ein transparentes und einsichtiges Bild der Kommanditgesellschaft ergeben und auch in den Sitzungen des Gemeinderates berichtet und somit der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht. Gibt es dazu Anmerkungen? Keine Fragen? Dann stelle ich den Antrag. Der Gemeinderat möge den Änderungen des Gesellschaftsvertrages zustimmen und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages wie vorliegend beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, der Antrag ist einstimmig angenommen. Kommt zum Tagesordnungspunkt 8b, die Entsendung eines Gemeinderatsmitgliedes in die Gesellschaftsversammlung gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, Herrn zweiten Vizebürgermeister Roman Wiesenhofer in die Gesellschafterversammlung der Marktgemeinde Liebhoff-Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages zu entsenden. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen,
Dankeschön. Der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir sind am Ende des öffentlichen Teils. Genau. Wir kommen zum erweiterten Tagesordnungspunkt, der von der SPÖ eingebracht worden ist, wo es um den Kinderspielplatz auf dem Gemeindegrund beim Café Heide geht. Und ich bitte den Antragsteller um die Formulierung des Antrages bzw. Informationen und Diskussion zum Tagesordnungspunkt 9. Danke. Informationen diesbezüglich hat es schon mehreren Gemeinden gegeben. Wurde auch schon in den Ausschüssen darüber diskutiert. Soweit ich mich erinnere, ist das im vergangenen Jahr, wurde das von der ÖVP, von der FPÖ und von den Grünen abgelenkt, dass ein Kinderspielplatz errichtet werden soll dort. Wir sind der Meinung, aufgrund der Bürgerwünsche, die an uns herangetragen worden sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder, dass es wichtig ist, dass wir in unserem Ort nicht nur einen Kinderspielplatz haben, sondern mehrere, wenn möglich natürlich in allen Ortsteilen. Und nachdem wir beim Café Heide einen Gemeindegrund haben und der dort prädestiniert wäre, weil der Kaffeebesitzer auch gesagt hat, er ist dafür, dass ein Kinderspielplatz errichtet werden soll, stellen wir jetzt den Antrag, der Gemeinderat meldet es ab. Und, wie meine Kollegin sagt, das ist ein Budget erinnern. Klarerweise stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möchte beschließen, dass der Kinderspielplatz auf dem Gemeindegrund beim Café Heide umgesetzt wird. Ich darf dazu sagen? Ja. Zusatzanfrage in Bezug auf die Informationen, die schon mehrmals erwähnt worden sind, dass an den Gemeinderat gegangen sind. Der Gemeinderat hat sich neu konstituiert. Es sind etliche Gemeinderäte dabei, die diese Information noch nicht bekommen haben. Die anwesenden Zuhörer wissen das mit Sicherheit auch nicht. Also würde ich schon bitten, da nähere Informationen zu bekommen, vor allem in Bezug auf Kosten etc. Du bist ja selbst im Gemeinderat gesessen drinnen. Ja, in der Vergangenheit. Ja, das ist ja auch schon einige aber er hat alle Informationen und ich sage mal, es ist immer Also ich freue mich über jeden Kinderspielplatz, der geplant wird und auch über Radwege etc. Der wurde schon geplant, der ist schon fixiert. Ja, das hast du auch wunderbar gemacht, Rudi. Also wir können dich ab, wirklich. Ja, das ist mein Ernst. Danke. Aber für mich ist es jetzt wirklich schwer. Also ich würde bieten, dass man das vielleicht, dass man vorbereiten kann auf das. Ja, dass man das. In der Gemeindeordnung ist vorgesehen, dass es den Verträgen gibt, dass man das beratschlagt, dass man darüber aufschließt. Und das ist ein Thema, das schon seit einigen Jahren passiert. Und ich verstehe jetzt den Umstand nicht. Aber wie auch immer, ich habe einen Antrag gestellt. Ja, und ich fordere mein Recht als Gemeinderat laut Gemeindeordnung ein, dass wir den Antrag jetzt abstimmen. Ja, ich stimme den Antrag sofort ab. Ich möchte dazu auch noch ein, zwei Anmerkungen machen. Wie du weißt und warum, für alle Anwesenden vielleicht, warum ist dieser Spielplatz damals abgelehnt worden? Es ist ja richtig, dass es Spielmöglichkeiten geben muss für unsere Kinder. Es ist auch im Zuge, wie man beim Kreisverkehrprojekt vorher gesehen hat, mitten im Ort ein öffentlicher Spielplatz geplant. Es gibt diesen Spielplatz, der voriges Jahr von hier errichtet worden ist, auf der Dorfwiese. Es gibt auch da noch einige Probleme, die wir dabei sind zu lösen. Und es gibt einige Probleme, die auftauchen würden bei einem Spielplatz beim Café Heide. Da ist an entgegengesetzter Meinung zu dem, was du jetzt gesagt hast, der Wunsch des dort ansässigen Wirtes nicht ist, den Spielplatz in der vorliegenden Form zu bauen, weil er befürchtet, dass die Parkplätze dann nicht dem Gasthaus zugutekommen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass es direkt neben einem Hochwasserbecken ist und damit auch eine Gefahrenquelle darstellt und die Bundesstraße vorne auch eine weitere Gefahrenquelle birgt, die Beschattung wahrscheinlich nicht so einfach ist und in weiterer Folge, wie wir ja geplant haben, nicht nur wir in unseren Aussendungen, sondern auch, wie ich mittlerweile weiß, dass das ein größeres Projekt im Industriegebiet entstehen soll und im Zuge dessen natürlich auch an eine größere Spielplatzfassung. Das ist nämlich etwas, was die Bevölkerung mittlerweile durch den Spielplatz, der auf dem Dorfplatz errichtet worden ist, an uns herangetragen hat, nämlich mehrfach, dass
viele kleine Spielplätze nicht den Effekt bringen, wie wenn man eine größere Freizeiteinrichtung schafft und im Zuge der Sparsamkeit der zu erwartenden Probleme an dem von euch vorgeschlagenen Standort und der Nähe des künftigen, vielleicht etwas größer dimensionierten, werden wir, ich werde es jetzt einmal für die ÖVP sagen, bei diesem Antrag nicht mitstimmen, da das in der aktuellen Planung einfach dagegen sprechen würde und vielleicht ein größeres Projekt in Zukunft dann nicht mehr möglich wäre. Ich habe den Antrag gehört. Bitte alle um ein Zeichen der Zustimmung, die für den Antrag vom ersten Vizebürgermeister stimmen. Gegenprobe. Enthaltungen. Danke, der Antrag ist somit abgelehnt. Nun sind wir am Ende der öffentlichen Sitzung angekommen. Wir haben versucht, wie wir es in den vergangenen Jahren gefordert haben, so viel wie möglich im öffentlichen Teil zu behandeln. Dinge, die Personalangelegenheiten und Subventionsansuchen betreffen, dürfen aber nicht im öffentlichen Teil behandelt werden. Somit bedanke ich mich bei allen Zuhörern, allen Gemeindebürgern für die Teilnahme an der Sitzung und darf nun irgendwie nicht öffentlich teilnehmen.